Rico versucht, den Besitzer des Handys ausfindig zu machen. Vielleicht kriegen wir so einen Hinweis auf die Identität des Toten. Gut. Können Sie schon was sagen? Der Tote hat eine schwere Fraktur im Hinterkopf, was auf massive Gewalteinwirkung schließen lässt. Mögliche Tatwaffe? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Jedenfalls ist hier nicht der Tatort. Sonst hätte sich sehr viel mehr Blut finden müssen. Todeszeitpunkt war so ungefähr zwischen 23 und 1 Uhr. Genaueres dann später. Nach der Obduktion? Genau. Gibt Schleifspuren von der Straße her. Wahrscheinlich war er schon tot oder zumindest bewusstlos, als er mit dem Auto hertransportiert und dann hier abgesetzt wurde. Danke. Der Junge war übrigens ein Sprayer. Hier, seine Utensilien. Also nachtaktiver. Ja. Was fehlte seine Maske? Ich meine, kein Sprayer würde unvermummt arbeiten. Das hier steckt in seinem Rucksack. Vermutlich sein letztes Werk. Bombard. Beuteltier, ziemlich knuffig. Ach, das weißt du auch schon. Ich denke, Bombard war wohl sein Sprayername. Denkt ihr? Wie lange braucht man wohl, um sowas anzufertigen? 2 Stunden. Also schätze ich mal so grob. Wenn wir das Graffiti finden, dann sind wir dem Tatort schon ein bisschen näher, oder? Rico. Der Handybesitzer ist ein Simon Häufle, Aaronweg 46. Bisschen höher? Da ist es. Es tut uns sehr leid. Wie ist das passiert? Wir wissen noch nichts. Deshalb würde sich Herr Anu auch gerne das Zimmer Ihres Sohnes ansehen. Was hoffen Sie denn da zu finden? Na, zum Beispiel Hinweise darauf, ob Ihr Sohn ein Sprayer war. Das glaube ich nicht. Wohin muss ich denn? Ich bringe Sie. Ich kann auch alleine, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Sie müssen mir nur... 2. Tür links. Danke. Das hier ist vermutlich Simons letztes Graffiti. Bombard? Offenbar hat er sich so genannt. Und Sie hatten wirklich keine Ahnung, wo sich Ihr Sohn die Nächte herumgetrieben hat? Nein. Warum hat er mit uns nie drüber gesprochen? Vielleicht, weil Sprayen illegal ist. Sie haben ihn letzte Nacht nicht vermisst? Nein, wir dachten, er sei bei Helen. Helen Martino, das ist seine Freundin, wohnt mit ihrer Mutter 4 Straßen weiter. Mädchen, Auto. Passt aber zur Gegend. Ich bin hier hinten. Guten Tag. Hallo? Seifert, Kripo Stuttgart. Das ist mein Kollege Stoll. Sind Sie Helen Martino? Ja. Es geht um Simon Häufle. Ja, Simon. Was ist mit ihm? Er wurde heute Morgen tot am Bismarckturm gefunden. Was? Nein. Hör mal, kannst du uns vielleicht ein paar Fragen zu Simon beantworten? Bleiben wir doch lieber beim Sie. Gern. Sie waren Simons Freundin. Entschuldigung, darf ich fragen, was Sie hier machen? Die beiden sind von der Kripo. Frau Martino? Helen? Was geht hier vor? Mama, bitte, es geht um Simon. Simon? Ich dachte, ihr habt Schluss gemacht. Was wollen Sie von meiner Tochter? Simon Häufle ist tot. Grundgütiger. Können Sie uns etwas zu diesem Graffiti sagen? Bombard. Was soll das bedeuten? Ja, Beutelratte. Das war sein Deckname. Simon war Sprayer. Das hast du doch gewusst, oder? Simon und Graffiti? Das ist ein Scherz, oder? Nein.
hatte keine Ahnung, ehrlich. Wirklich nicht, ja? Sie haben doch gehört, was meine Tochter gesagt hat. Und jetzt darf ich Sie bitten, mein Grundstück zu verlassen. Wenn Ihnen noch was einfällt. Ja, schicke ich Ihnen meinen Anwalt. Guten Tag. Guten Tag. Das ist ein sogenanntes Blackbook, das Werk- und Skizzenverzeichnis, das jeder Sprayer hat. Dieses hier lag im doppelten Boden von Simon Häufles Schreibtischschublade. Darf ich? Bitte. Ein Wombat-Baby. Ja, Wombats sind nachtaktive Einzelgänger. Genau wie Graffiti-Künstler. Und sie tragen ihren Beutel auf dem Rücken, damit sie bei der Flucht nicht behindert werden, was bei Sprayern ja auch der Fall ist. Niedlich. Ja, solange sie keine Wände besprühen. Diese Dosen hier hat er letzte Nacht benutzt. Die Caps waren nicht gereinigt, also die Sprühköpfe. Und die Farben stimmen auch mit dem Foto überein. Ich denke, er war gerade auf frischer Tat, als er ertappt worden ist. Was sind das hier für Fotos? Das sind Wände, die er noch besprühen wollte. Für einige hat Simon Häufle bereits Skizzen angefertigt. So, und für das Werk von gestern Nacht gibt es dafür auch eine Skizze? Nein, das war wohl eher eine spontane Aktion. Also, ich finde, wir sollten uns diese Sprayer-Szene mal vorknöpfen. Die kann ja in Stuttgart nicht so groß sein. Da gibt's übrigens die Hall of Fame. Die wurde extra von der Stadt dafür freigegeben. Da fahre ich jetzt mal hin, okay? Ja, allerdings. Ja? Ich glaube nicht, dass man da so einfach hinmarschieren und die Kids befragen kann. Ich könnte ja mitkommen. Also, wenn du willst, meine ich. Laborratten überleben nicht in freier Wildbahn. So ist das nun mal. Ja. Was ist los? Ich glaube einfach nicht, dass andere Sprayer was mit dem Mord zu tun haben. Die sind nicht gewalttätig. Ihr Kampf, ihr Battle, das ist das Sprayen. Ich tippe eher auf so einen Hausbesitzer. Vielleicht sogar der, dem diese Wand gehört. Sag mal, Jan, woher weißt du das alles? Jeder hat doch seine Spezialgebiete. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin mit der Wand noch nicht weitergekommen. Was ist mit den Schildern? Das sind Wasser- und Erdgasschilder. Und vielleicht kriege ich sogar die Ziffern darauf vergrößert. Das kann allerdings eine Weile dauern mit meinem Dinosaurier hier. Ja, ist ja wenigstens was. Gegen diesen Bombard liegen mehrere Anzeigen vor. Der hat in den letzten Monaten einen Schaden von 20.000 Euro angerichtet. Oh, das müssen jetzt die Eltern tragen. Anna ist auf Fortbildung. Rufst du die Kollegen an? Das schaffst du schon. Nee, ich hab noch was. Jonas Hensel, wer ist das? Der ist der Anführer eines Anti-Graffiti-Bürgervereins auf dem Killesberg. Wurde zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten und einer Geldstrafe verurteilt, weil er einen Sprayer, den er auf frischer Tat ertappt hatte, das Nasenbein gebrochen hat. Auf dem Killesberg war unser Opfer auch aktiv. Achtung, Checker! Jungs, ein paar Fragen. Hi, Jungs. Geile Bilder, habt ihr die alle selber gemacht? Nein, Mann. Wie sind denn nur die Säuberungskolonne? Du bist ja witzig. Ich hätte da ein paar Fragen an euch. Wollen Fragen? Ja. Wombat, sagt euch der Name was? Ich geh mal pissen, darf ich? Ja, bevor ihr denn die Hosen macht. Muss noch jemand? Okay, mit bürgerlichem Namen heißt der Junge Simon Häufle. Ist ungefähr so groß wie du, 1,80, blond, blaue Augen. Der konnte das auch ziemlich gut. War sogar am Crack. Komm, Jungs, erzählt mir doch nicht, dass ihr noch nie was von dem gehört habt. Hey, Maestro, die Karre da vorne, gehört die Ihnen? Wir sind dann durch, oder? Ja? Was ist denn damit? Macht sich gerade einer dran zu schaffen. Sofort zurück. Kannst kommen, aber... Sind Sie noch bei Trost, mich in meiner Apotheke abführen zu lassen? Herr Hensel, mein Name ist Seifert. Nehmen Sie doch bitte Platz.
Kollegen haben sie lediglich zu einer Befragung hergebeten. Sie sind Vorsitzende einer Art Bürgerwehr. Wir sind ein Verein zum Schutze unseres Eigentums. Wir haben uns gegründet, nachdem die Polizei vor diesen Schmierern kapituliert hat. Sie haben einem 16-Jährigen das Nasenbein gebrochen. Niemand schützt uns vor diesen Vandalen, also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Ich habe die Strafe akzeptiert und Schmerzensgeld bezahlt. Dieser Junge wurde heute Morgen mit einer schweren Kopfverletzung tot aufgefunden. Ein Sprayer am Killesberg. Passt in Ihr Feindschema. Sie wollen mir einen Mord anhängen? Ich will zunächst nur wissen, wo Sie letzte Nacht zwischen 23 und 1 Uhr gewesen sind. Ich war unterwegs. Auf Fußstreife. Allein? Ja, allein. Würden Sie mir hier Ihren Fußweg einzeichnen? Hören Sie, ich... Das ist in etwa mein Sicherungsbezirk. Herr Hensel, ich fürchte, ich muss Sie in Gewahrsam nehmen. Sie wollen mich verhaften. Der Fundort des Jungen liegt in Ihrem sogenannten Sicherungsbereich. Außerdem sind Sie auf Bewährung. Frank, Herr Hensel wird in Gewahrsam genommen. Kommen Sie bitte mit. Ja, ist schon. Wieso sollte ein Apotheker einen Sprayer umbringen? Er ist Mitglied einer Bürgerwehr. Er war schon mal gewalttätig. Und zum Zeitpunkt von Simon Neupels Tod war er auf Sprayerjagd. Ach, danke, du hast vollkommen recht. Diese Bürgerwehren schießen wie Pilze aus dem Boden. Da sollten wir auch mal ein Zeichen setzen. Ich will kein Zeichen setzen. Jonas Hensel ist dringend tatverdächtig. Was ist los? Siehst du einfach an. Martina, hast du eigentlich das Kalte oder das... Ah. Uff. Ich sehe, dein Ausflug in die Sprayer-Szene war nicht sonderlich erfolgreich. Rico soll sofort rausfinden, wer dieser Akab ist. Der kann das erledigen. Also ich glaube, den Aufwand kannst du dir sparen. Akab ist kein Kürzel für einen Sprayer. Sondern? Also offiziell bedeutet Akab 8 Kohle, 8 Bier. Inoffiziell? All Cops are Bastards. Also alle Bullen sind, du weißt schon. Und wer bezahlt mir den Schaden? Das scheint irgendein Speziallack zu sein. Den kriegt kein Schwein runter. Fahr den Wagen in die KTU. Friedemann wird schon was einfallen. Wir haben halt sofort gesehen, dass du ein Bulle bist. Checker. Ja, jeder, der nicht dazugehört, ist ein Checker. Hör mal, wenn du dich so gut auskennst, wieso probierst du es nicht mal? Ich? Ja, das ist doch eine gute Idee. Geht's echt? Die Laborrat hat Ausgang. Hast du. A-Cup. Massive Kontaktdeformation der hinteren Schädelpartie, was auf einen schweren Schlag hindeutet. Die dadurch bewirkte Einblutung in orbitale Teile des Gehirns führten binnen kürzester Zeit zum Tod. Und an was ist er gestorben? Ein bisschen Konzentration, Herr Stoll, dann kommen Sie auch mit. Hirnblutung. Jetzt habe ich verstanden, danke. Ja. Der Junge wurde schlicht und einfach erschlagen. Als Tatwerkzeug kommt ein flacher Gegenstand in Frage, wahrscheinlich aus Metall. Also doch äußere Gewalt. Respekt, Herr Stoll. Spuren in der Wunde gibt es allerdings keine, außer einigen Synthetikfasern. Die habe ich zur näheren Bestimmung an die KTU weitergeleitet. Könnten die von einer Mütze oder sowas stammen? Sicher. Dass Simon Häufler eine Mütze aufhatte, als auf ihn eingeschlagen wurde, ist sogar sehr wahrscheinlich. Sonst hätte es in der Wunde Rückstände oder markante Ausformungen des Tatwerkzeugs gegeben. Ja. Einen Moment noch, bitte. Der Junge war vor etwa 14 Tagen äußerer Gewalt ausgesetzt. Brustkorb und Rücken weisen Hämatome auf. Außerdem hat er 2 angebrochene Rippen, die nie behandelt wurden. Diese Verletzungen sind typisch für jemanden, der am Boden liegt und mit Füßen getreten wird. Das hätte doch seinen Eltern irgendwie auffallen müssen. Ja, Simon hat sich strikt geweigert, mit uns ins Krankenhaus zu fahren. Warum? Ich glaube, er wollte nicht, dass man ihm dort Fragen stellt. Aber Sie werden ihn doch mal gefragt haben. Er hat gesagt, er sei mit dem Skateboard gestürzt. Das haben Sie ihm geglaubt, ja?
Nein. Er kam überhaupt nicht mehr an ihn ran. Letzte Woche wollte er sogar die Schule schmeißen. Alles wegen dieser Helen. Margaret, wenn, dann haben wir versagt. Das hat nichts mit Helen zu tun. Wo waren Sie vorgestern Abend zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts? Hier. Allein. Warum fragen Sie das? Ich war in meiner Firma. Ich habe ein Unternehmen für Lebensmittelanalysen. Gibt's da Verzeugen? Nein. Als Chef geht man immer als Letzter. Wer hat denn Ihren Sohn zusammengeschlagen? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir das waren. Das wissen wir bis heute nicht. Was treibt einen guten Schüler wie Simon Häufler dazu, in die Sprayer-Szene abzutauchen? Nicht alle Sprüher sind schlechte Schüler. Nein, ich meine, es muss doch einen Bruch in seinem Leben gegeben haben. Das wollte er seiner Freundin imponieren. Die wusste doch gar nichts von den Graffitis, angeblich jedenfalls. Komm mal her. Das muss dringend in die Waschanlage. Super aggressiv, so ein Zeug. Komm. Also für den Lack, meint ihr. Hey. Was geht, Mann? Das hier ist unsere Corner. Das ist Backpiece, kann aber dennoch geklaut sein. Auch geklaut? Scheiße, Mann. Du bist COC? Wer soll das sein? COC, das Crown of Creation. Er hat Anfang der 90er in Stuttgart den ersten Whole Train gemacht. 8 Waggons in einer Nacht. 11. Wollte dich nur mal checken. Ich bin Stray Cat. Das ist Battle, das ist Roy Rock und das ist A2D2. Ist das von dir? Nie gedacht, dass ich so lange hält, aber cool, dass es noch da ist. Wir respektieren die Pieces unserer Vorfahren. Respekt ist wichtig. Und Wombat? Hatte der auch euren Respekt? Komm ich jetzt auf den? Was kann ich da sagen? Immer wenn einer von euch Stress macht, habe ich die Cops auf der Matte. Schicksal. Jetzt bleib mal ganz cool, okay? Wombat ist ein Terrorliner, der meine Ridings crossed. Das hätte ich mir damals auch nicht gefallen lassen. Er hat doch dafür bezahlt, falls du das meinst. Welchen Preis? Warum willst du das wissen? Weil er tot ist. Wombat wurde erschlagen. Ich habe den Cops gesagt, Writer bringen keine Writer um. Ihr seid nicht gewalttätig, oder? Das stimmt doch, oder? Wombat hat meine Writings gecrossed. Und irgendeinen Denkzettel hat er gebraucht. Also gab es vor 2 Wochen so eine kleine Aussprache, aber wir bringen doch niemanden um. Dann haut drauf. Wombat war ein Wichser. Aber einer von uns, okay? Okay. Und? Läuft. Immer. Was wird denn das? Da ist jemand cooler als du. Ja, klar. Hm? Woher kann der das? Egal, Hauptsache er kann es. Mir gefällt. Sí, sí. Adios, amigo. Rico, kannst du das bitte zurückspulen? Ja. Ich würde mal sagen, das ist Helen Martinos Wagen. Sie weiß sehr wohl von Bombard. Was ist eigentlich mit der Mauer? Die rechnet noch. Die Schilder, die sind ziemlich unscharf. Helen. Frau Martino? Wir müssen Sie bitten, uns für eine Befragung aufs Präsidium zu begleiten. Wenn ich mich weigere? Dann werden wir dich einfach trotzdem mitnehmen. Aber dann wird aus der Befragung eine Vernehmung, also. Moment mal. Was wird das hier? Das hängt ganz von Ihrer Tochter ab. Wir werden dann soweit. Ich komme mit. Ihre Tochter ist volljährig und wir werden sie allein befragen. Sie haben uns angelogen. Mhm. Was wollten Sie denn bei diesen Sprayern?
Ihr habt die Jungs total verarscht. Und jetzt soll ich euch helfen. Junge Frau, wenn es Ihnen recht ist, dann bleiben wir doch lieber beim Sie, ja? Und dieser junge Mann hier, haben Sie den schon mal gesehen? Der nennt sich Stray Cat. Kenn ich nicht. Gut, wir können ihn auch zur Fahndung ausschreiben. Und Sie wegen Behinderung der Justiz verlangen. Er heißt Tim. Tim Gruber. Er ist mein neuer Freund. Seit wann? Seit 2 Wochen. Ich habe wegen ihm mit Simon Schluss gemacht. Aber Tim hat Simon kein Haar gekrümmt, echt. Wo waren Sie denn letzte Nacht zwischen 23 und 1 Uhr? Mit Tim zusammen. Gibt's dafür Zeugen? Wir hatten Sex und dann haben wir was geraucht. Haben Sie für sowas Zeugen? Ich rauche nicht. Bitte lass die Kids in Ruhe. Das könnt ihr nicht machen. Ich bin bei den Jungs im Wort. Außerdem, die Writer sind clean. Kannst du mir das nochmal auf Deutsch sagen? Die Sprayer haben Simon Häufler nicht umgebracht. Sondern? Sie haben ihn sich vor 2 Wochen zur Brust genommen. Weil er ihre Bilder permanent übersprüht hat. Sag mal, du sprichst da nicht gerade von schwerer Körperverletzung? Simon Häufler hatte 2 gebrochene Rippen und ein 50 Hämatome. Deine sprühenden Freunde haben sich benommen wie irgendwelche schlechten U-Bahn-Schläger und er spannt hier einen Rettungsschirm. Deine Tarnung ist unser geringstes Problem. Klar. Kann ich dann wenigstens alleine hinfahren und die Sache zu Ende bringen? Herr Arno, Sie sind befangen, schon vergessen? Kommt ihr bitte mal kurz? Ist es denn wirklich wichtig? Ja. Mach es. Aber mach es richtig. Danke. Und zieh die dämliche Jacke aus. Ich glaube, ich habe die Wand gefunden. Palander, Ecke Adalbert-Nierling-Weg. Gut. Also dieses Sportgelände wird seit Wochen nicht mehr genutzt. Wegen Asbestgefahr. Die Wand ist frisch gestrichen worden. Es gibt auch Farbkleckse auf dem Boden. Dann haben wir noch was gefunden. Hier, getrocknetes Blut. Danke, da war wirklich nichts. Hier gibt's noch was. Außenfarbe, innen Blut. Simons Maske. Tja, eine frisch getünchte weiße Wand. Eine blutige Maske. Ich würde mal sagen, das hier ist der Tatort. Und das hier ist der Weg, den Jonas Hänsel gestern gegangen ist. Wir stehen hier. Dann sind wir doch ganz gut, oder? Ja, richtig gut. Sie sind an dieser Wand vorbeigelaufen und wollen nichts bemerkt haben? Kriminaldirektor Kaiser betritt den Raum. Simon Häufle muss länger an der Wand gearbeitet haben. Dann wurde er ermordet, weggeschafft und die Wand neu gestrichen. Und das alles während Ihrer Patrouille. So leid es mir um diesen Jungen tut, aber Optikterroristen gehen ein hohes Risiko ein. Prügelnde Bürger wären ein noch viel größeres. Wir haben ein Recht, unser Eigentum zu schützen. Aber nicht mit Mord und Totschlag. Graffitis verursachen Hunderte von Millionen Schäden im Jahr. Aber anstatt uns zu schützen, zockt die Polizei Autofahrer ab. Jetzt vermischen Sie aber was. Hier geht es um einen Mord, in den Sie unserer Ansicht nach verwickelt sind. Bin ich nicht. Ich kenne solche Saubermänner wie Sie und eines haben Sie alle gemeinsam. Ihr Jähzorn ist grenzenlos. Was Sie Jähzorn nennen, nenne ich Rechtsempfinden. Was Sie Rechtsempfinden nennen, mündet in Lynchjustiz. Abführen! Was ist denn? Dir ist schon klar, dass du gerade meine Vernehmung sabotiert hast? Ja, das tut mir leid. Sie lassen mich jetzt sofort zu meiner Tochter. Es tut mir leid, aber das geht nicht. Wo ist Ihr Chef? Der ist in der Besprechung. Momentan bin ich hier der Ranghöchste, ja? Wissen Sie was? Sie sind ein Rotzlöffel. Hallo Joe. Und ich bin Beamter. Und wenn Sie mich jetzt weiter beleidigen, dann werde ich mir vorbehalten, rechtliche... Bring das einfach mal ins Labor, bitte. Und woher ist das? Vom Tatort.
Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Tatort? Wollen Sie damit sagen, dass Simon ermordet wurde? Nein, das war was anderes. Kein Kommentar, okay? Ach, sieh einer an. Wir sehen uns dann ja gleich. Hasta luego. Hm? Sie hat nichts getan. Sie war den ganzen Abend bei mir. Nee, war sie nicht. Was machen Sie denn hier? Ich wollte die Sachen meines Sohnes abholen. Es ist leider noch nicht möglich. Die brauchen wir noch zur Beweissicherung. Kümmerst du dich bitte? Ich muss weitermachen. Ja. Wie lange dauert es? Tim ist bereit, im Fall von Simon Häufle zu kooperieren. Ach, das ist ja sozusagen eine Ehre für uns. Hätte auch so gemusst. Seifert. Tim. Danke, Jan. Ganz super, du Streetworker. Also. Nehmen Sie Platz. Ich mache das nur wegen Sie, eurem Kollegen, klar? Gib das mal auf. Wir stellen dir die Fragen, du antwortest. So läuft das. Was? Mein Kollege meint, dass wir hier ganz sachlich und bei der Wahrheit bleiben. Mhm. Jetzt fangen wir erstmal hiermit an. Wer von euch hat meinen Wagen besprüht? Bin ich deswegen hier? Nein, Sie sind wegen des Todes von Simon Häufle hier. Ja, auch. Ich und meine Homies haben mit Simons Tod nichts zu tun. Fragen Sie Helen. Dass Sie und Ihre Homies Simon gemeinschaftlich verprügelt haben, steht bereits fest. Und das wird Ihnen auch eine Anzeige wegen Körperverletzung einbringen. Ja. Und das Alibi, das dir Helen für Simons Tod gegeben hat, das wackelt ziemlich. Ihre Mutter kann es nämlich gar nicht bestätigen. Sie hat noch nicht mal eine Ahnung, wer du bist. Muss sie das? Das wäre nützlich. Wenn wir Simon umgebracht hätten, warum haben wir ihn nicht einfach liegen lassen, anstatt ihn vor dem Bismarckturm zu setzen? Woher wissen Sie das denn? Das weiß inzwischen die ganze Szene. Ja, vielleicht hast du dir auch einfach gedacht, den toten Simon drei Blocks vom Elternhaus seiner Ex-Freundin entfernt liegen zu lassen, wäre nicht besonders clever. Also haben Sie ihn an einem unverfänglichen Ort abgesetzt. Und die Wand weiß überstrichen, an der sich Wombat zuletzt verewigt hatte. Die Wand weiß gestrichen? Ich bin Sprayermann. Eine Wand weiß zu streichen, ist so ziemlich das Letzte, was mir einfallen würde. Abgesehen davon habe ich weder ein Auto noch einen Führerschein. Aber Helen Martino hat beides. Helen hat damit nichts zu tun. Was Sie hier veranstalten, ist eine Farce. Farce? Ihre Tochter hat kein Alibi, also. Ich werde jetzt einen Anwalt für meine Tochter besorgen. Na, dann besorgen Sie sich selbst am besten auch gleich, Helen. Sie sind ein impertinenter Mensch, wissen Sie das? Wo wir gerade von Beleidigen sprechen, ist das Ihr Wagen? Wollen Sie den auch gleich aufladen? Ich komme auf den Versuch an. Bitte. Wohl unterm Läusebaum gestanden. Na und? Ist das strafbar? Ist nur schlecht für den Lack. Also in dem gesamten Auto gibt es keinerlei Blutspuren. Wenn Simon Häufle hier mit einer blutenden Kopfwunde gesessen hätte, müsste es die aber geben. Das heißt also, Helen Martino und dein farbesprühender Kollege sind aus dem Schneider. Also musst du sie freilassen. Mhm. Helen Martino schon, aber deinem Sprayerkumpel, dem droht eine Anzeige wegen Körperverletzung. Außerdem wollte er mir nicht verraten, wer meinen Wagen besprüht hat. Hallo? Deswegen willst du ihn weiter festhalten? Hier. Was soll ich damit? Ja, das sind zwei süße Proben von Autos, die unter Läusebäumen standen. Untersuchen und vergleichen. Also ich soll Honig da untersuchen. Und sagst mir auch wozu? Warum tust du es nicht einfach? Ich will einen objektiven Vergleich. Ei, ei, Sir. Danke. Sag mal, was ist eigentlich eine hammermäßige Whole Train-Aktion? Das ist, wenn man einen Zug von vorn bis hinten besprüht. Glaube ich. Also, so ähnlich wie bei meinem Wagen, ja? So, das ist ein ganz billiges Tech. Ah, Tech nennt man das, ja? Und das andere ist der Whole Train, the Crown of Creation. Jeder hat seine Vergangenheit. Ich will auch nicht wissen, was du früher so getrieben hast.
Ich habe ganz sicher keine Züge besprüht. Und ich würde jetzt gern meiner Arbeit nachgehen. Tu dir keinen Zwang an. Bubble. Guten Morgen. Ich habe die Honigdarproben untersucht und darin die Eier eines italienischen Einwanderers gefunden. Nein, nicht was du denkst. Pseudala caspis pentagona. Zu Deutsch Maulbeerschildlaus. Maulbeerschildlaus? Ja, vor ca. 40 Jahren aus Italien eingewandert. Außerdem habe ich noch Samenspuren einer Buche nachweisen können. Und zwar in beiden Proben, was den Schluss nahelegt. Dass beide Fahrzeuge unter demselben Baum standen. Exakt, genau. Übrigens. Der Befall mit Maulbeerschildläusen ist meldepflichtig. Ist Rico schon da? Ich glaube schon. So gefällst du mir. Maulbeerschildlaus? Ja. Und die Proben stammen von den Fahrzeugen von Werner Häufle und Renate Martino. Ja, und da fragen wir uns, ob nicht beide Fahrzeuge unter demselben Baum gestanden haben. Das kann doch viele Gründe haben. Selber Zahnarzt, selber Bank. Worauf wollt ihr denn hinaus? Es gibt in Stuttgart exakt zwei bei der Pflanzenschutzdienststelle gemeldete Bäume, die von Maulbeerschildläusen befallen sind. Der eine, der steht in einem Schrebergarten in Feuerbach. Das ist ein Pfirsich. Und der andere ist eine Buche. Und die steht im Kranichweg vor einem Hotel mit dem Namen Eden. Gibst du mir mal das Blackbook von Simon? Selber Zahnarzt, gut. Selbe Bank auch. Aber selbes Hotel? Wartet mal. Simon hat das Hotel fotografiert. Soll das bedeuten, Simon Häufle wusste, dass sich sein Vater mit Renate Martino in diesem Hotel getroffen hat? Herr Kaiser, ich würde mal sagen, in Stuttgart gibt es sicherlich ein paar tausend Wände, die man besprühen oder auch fotografieren könnte, aber das hier, das müsste schon ein verdammt großer Zufall sein. Diese Unterlagen belegen, dass Sie in den letzten Monaten 6 Zimmerbuchungen vorgenommen haben. Doppelzimmer mit Blick zum Garten, ohne Frühstück. Immer in Begleitung einer Dame. Der Rezeptionist hat uns die Frau beschrieben. Schon gut. Es war Renate Martino. Wir hatten seit einem halben Jahr eine Affäre. Und Simon hat das herausgefunden. Simon hat Renate und mich vor circa 10 Tagen zufällig mittags in der Stadt gesehen. Wir haben in einem Café gesessen. Was ja nicht gerade verfänglich ist. Ja. Aber als Simon mich fragte, was ich mittags gemacht habe, habe ich gesagt, ich war im Büro. So. Und wie hat Simon darauf reagiert? Er hat mir ins Gesicht gesagt, dass ich ein Lügner bin und dass er mich mit Renate gesehen hat. Ich habe mich ziemlich geschämt. Nur geschämt, ja? Ich habe ihm versprochen, die Sache zu beenden. Dafür wollte er mit der Sprüherei aufhören. Ich wollte, dass er mich wieder respektiert, wir wieder zueinander finden. Warum waren Sie dann vorgestern Abend noch mal in dem Hotel? Renate wollte ein letztes Gespräch. Könnte es sein, dass Simon Ihnen in das Hotel gefolgt ist und dass er deshalb diese Wand besprüht hat? Und könnte es sein, dass Renate Martino auf der Rückfahrt vom Hotel Simon begegnet ist? Ja, natürlich.
Sie meinen Renate? Der geht in die KTU. Jan wartet schon, okay? Nimmt das denn nie ein Ende? Doch, wenn wir die Wahrheit herausgefunden haben. Da sind Sie ja an der falschen Adresse. Simon war ein netter Junge. Warum hätte ich ihm etwas antun sollen? Simon war vor allem der Sohn Ihres Liebhabers. Ja, und er hat herausgefunden, dass Sie die Liebhaberin seines Vaters waren. Und das kann so einen netten Jungen wie Simon schon mal aus der Bahn werfen. Und da Blut bekannterweise dicker ist als Wasser, hat sich Werner Häufle gegen Sie entschieden. Um seinen Sohn nicht zu verlieren. Wenn Simon Häufle auch nur einen Fuß in dieses Auto gesetzt hat. Oder auch nur einen Tropfen Blut darin verloren hat. Dann werden wir es herausfinden. Falls Sie den Wagen gereinigt haben sollten. Du kannst fahren. Frau Martino. Ein Ruck. Der Spaten. Er liegt im Kofferraum. Werner war alles, was ich hatte. Da kommt dieser nette Junge und funkt ihn dazwischen. Setzen Sie sich jetzt bitte hin. Als Werner Schluss gemacht hat, fühlte ich mich so allein und gedemütigt. Er wollte seinen Sohn wieder haben und keine Bettgeschichte ohne Zukunft. Wissen Sie, wie ich mir da vorkam? Was haben Sie dann gemacht? Ich bin zu Werners Haus gefahren. Ich dachte, wenn er dich so eiskalt abserviert, gehst du zu seiner Frau und erzählst sie alles. Und das haben Sie dann nicht gemacht? Nein. Ich stand nur da und starrte auf das Haus. Plötzlich ging die Tür auf und Simon kam raus. Da habe ich mich anders entschieden. Und bin ihm langsam gefolgt, ohne dass er es merkte. Warum sind Sie ihm gefolgt? Ich hatte eine große Wut auf ihn. Und als ich gesehen habe, was er macht, da habe ich ihn einfach nur gehasst. Aber nicht, weil er diese Wand besprüht hat. Ach, die Wand war mir doch egal. Es war die Verlogenheit. Sich erst in unsere Liebe einmischen und dann fremde Wände mit seinem Mist besprühen. Also jetzt geben Sie doch endlich einfach zu, dass Sie Ihren Frust an diesem Jungen abreagiert haben. Sie standen plötzlich wieder allein da. Abgeschoben. Sehr einsam. Und Simon war an allem schuld. Ja, das war dann Wombats Ende. Was genau ist dann passiert? Er begann an dieser Wand sein Graffiti zu sprühen. Ich saß nur da und hab ihm zugeschaut. Er hat mich nicht bemerkt. War wahrscheinlich voll in seinem Element. Ich bin ausgestiegen und hab den Spaten aus dem Kofferraum geholt. Als er fertig war, habe ich zugeschlagen. Einfach zugeschlagen. Dann habe ich den Spaten in den Kofferraum geworfen, habe ihn eingeladen und zugesehen, dass ich wegkomme. Beim Bismarckturm habe ich ihn dann abgesetzt. Und auf dem Nachhauseweg haben Sie dann diese Wand übermalt, ja? Nein! Um die Spuren zu verwischen? Nein! Sondern? Es war einer von dieser Bürgerwehr. Jonas Hensel? Ja, dieser Apotheker. Ich habe ihn auf der Rückfahrt gesehen. Also hat er Sie bei der Tat beobachtet? Keine Ahnung. Er hat einfach die Wand übermalt. Ich habe ihn nicht gefragt. Und er hat mich nicht gefragt.
Ich nehme Sie fest wegen des Mordes an Simon Häufle. Na, wie fühlt man sich mit fremden Federn? Fremde Federn? Was meinst denn du? Na ja, Krone der Schöpfung. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Unsere Laborratte hier macht einen auf dicke Dose, aber in Wahrheit war sein Bruder der große Sprüher. Holtrain und so. Dein Bruder? Dafür kannst du das aber ziemlich gut. Danke. Naja, er hat mir alles beigebracht. Als sie ihn dann geschnappt haben, war ich eigentlich auch kuriert. 10 Jahre hat er an dem entstandenen Schaden abbezahlt. Was macht er heute? Der hat eine Firma. Fassadenreinigung. Ich meine, wenn sich einer mit Graffiti-Entfernung auskennt, dann eher. Fassadenreiniger. Sag mal, dann könnte doch dein Bruder meinen Wagen sauber machen. Ich weiß nicht, ob er Zeit hat. Er hat immer ziemlich viel zu tun. Ja, und ich weiß nicht, was die Sprayer machen, wenn sie erfahren, dass du sie angenommen hast. Er kann sich deinen Wagen hier mal ansehen. Genau das wollte ich hören.